Schalke 04. Warum der nächste Abstieg droht? Ist gerade online gegangen. Ich habe einmal ganz kurz für 2 Minuten reingeguckt. Das ist vom Sportstudio. Und das ist das gute Ding hier von Manu Thiele. Den kennt ihr hoffentlich. Der war auch schon mal bei mir in der Show. Sehr, sehr cooler Typ. Und der hat mich gefragt, ey Broski, wir planen da was über Schalke 04 hochzuladen. Da liegt kannst sich gerade... Okay, chill kurz. Kannst du da auch 1, 2 Sachen zu sagen? Und ja, ich komme in dem Video auch drin vor. Deshalb gehen wir einfach mal rein. Es würde mich wundern, wenn einer von euch das Video schon gesehen hat, weil das ist halt vor 20 Minuten rausgekommen oder so. Also, rein da. Schalke 04 zerlegt sich gerade selbst. Es ist so chaotisch wie in keinem anderen Verein. Es wirkt tatsächlich ziemlich ideenlos, führungslos und dementsprechend auch hilflos. Der Spiel... Wisst ihr, was das Lustige ist? Wenn du jetzt einfach nur das hier zeigst, ne, und niemandem verrätst, wann das Video hochgeladen worden ist, den Anfang, um ein Schalke-Video so zu bringen, hättest du in den letzten 10 Jahren so mindestens 7 Mal machen können. Das hättest du 2019 bringen können, das hättest du letztes Jahr bringen können, das hättest du vor unter Gravotzes bringen können, das kannst du jetzt gerade bringen, das ist geisteskrank. Das ist wirklich geisteskrank. Ihr Stil ist nicht erfolgreich. Thomas Reis hat ihn installiert. Offensiv strahlt man gar keine Gefahr aus. Defensiv ist es löchrig. Als Top-Club, der unbedingt wieder aufsteigen will, ist es zu wenig. Timo Baumgartl, ein Spieler, hat es ganz klar kritisiert und so auch den Trainer angezählt, obwohl er selbst keine guten Leistungen abgeliefert hatte. Tja, jetzt ist der Trainer weg. Und da könnte man doch denken, es wird alles besser. Es wird alles besser. Die Probleme liegen tiefer. Schalke 04 ist so ein Verein, der leider... Ich sehe irgendwie ein bisschen so aus, als würde es mir nicht gut gehen, oder? So ein rundes Gesicht wie ein Fußball, als wäre ich irgendwie gestern Nacht noch zusammengetreten worden. Weiß nicht, was sie da für eine Color Correction drauf gemacht haben, aber irgendwie sehe ich nicht so gesund aus, oder? Das Gesicht strahlt irgendwie so aus, als wäre der Verein gerade auf dem 16. Tabellenplatz der 2. Liga. Oh. Den Sprung in den modernen Fußball einfach nicht geschafft hat. Irgendwie kennt man das. Viele Traditionsvereine sind ja in den letzten Jahren abgestürzt. Lasst uns mal über Schalke 04 reden. Und 3 Themen sind da ganz besonders wichtig. Punkt 1, der Realitätsverlust. In vielen Köpfen ist noch immer diese goldene... Als hättest du gerade geweint. Ja, ehrlich. ...lange vorbei. Zweitens, das Machtvakuum. Es gibt nicht diese eine klare Strategie, ja, sondern jeder macht, was er will. Geht so auf, was zumindest geht. An. Also braucht Schalke einen starken Mann an der Spitze, der sagt, wo es lang geht. Und drittens ist dann noch die Kontinuität. Was muss ich denn jetzt tun, damit alles besser wird und man vielleicht sogar doch noch aufsteigt? Viele Themen, über die wir jetzt sprechen. Willkommen zu einer neuen Folge Bolzplatz. Los Jawohl. Geht's. Schalke 04 hat eine riesengroße Strahlkraft. Der Club hat eine unglaubliche Wucht. Der Anspruch und der Traum ist, ein Top-Club zu sein. Das kommunizieren sie sogar öffentlich. Peter Knäbel, der Sportvorstand, hat vor kurzem das hier gesagt. Oh nein, was hat er gesagt, Peter? Was hat er gesagt? Ich muss mich kurz mental auf eine Aussage von Peter Knäbel vorbereiten. Jetzt bin ich bereit für eine öffentliche Aussage von Peter Knäbel. Wenn wir aufgestiegen sind, könnten wir bald in Richtung... Digga, ich bin schon wieder komplett raus. Das war's mit dem Stream. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und wir sehen uns am Freitag wieder. Ah, Peter. Zum Top 6 gehen. Das sollte keine Träumerei sein. Ja, laut ihm haben andere Vereine das vorgemacht, die keine besseren Grund... Bro, wir sind nicht mal in der Top 15 der 2. Liga, Peter! Voraussetzungen als sie hatten. Da frage ich mich ehrlicherweise, was denkt er sich dabei? Wo ist die Demut? Warum macht er sowas? Denn Schalke ist jetzt innerhalb von kurzer Zeit 2-mal abgestiegen. Andreas Ernst ist Journalist von der Funke Mediengruppe und... Andi, peace out, wenn du siehst. Liebe Grüße. Sehr guter Mann. Mag ich sehr gerne. Er sieht da vor allem eine Gefahr. Die Ansprüche sind im Zweifel immer viel zu hoch. Das ist allein der Historie dieses Vereins geschuldet, der Emotionalität dieses Vereins geschuldet, obwohl es natürlich auch realistische Fans gibt, aber in dem Fall, viele Vereinsverantwortliche anderer Clubs sind ja immer vorsichtig, ne? Und wenn die Verantwortlichen dann selbst sowas sagen, dann ist die Anspruchshaltung der Fans natürlich nachvollziehbar. Fußball wird im Pott gelebt. Im Verein sind die Fans enorm wichtig. Sie bluten wirklich königsblau. Schalke 04 steckt schon seit langer Zeit in der Krise und trotzdem steigt die Mitgliederanzahl stetig. Hier ist mal die... Das ist so traurig. Wie kann man denn sowas an die Wand fahren, Digga?
Mir kommen wirklich die Tränen, wie kann man sowas an die Wand fahren? Das gibt's gar nicht. Du hast da eins der modernsten Stadien in Europa stehen. Du bist der drittgrößte Club Europas. Du hast eine Trainings- und Vereinsanlage wie fast kein anderer Club in Europa. Du hast einer der stärksten Jugendakademien in Europa. Ja, und stehst auf Platz 16. Zahl? In Liga 2. Wichtig, nur mal das zu betonen. 178.000 sind's aktuell, da liegt man in Europa auf. Ich check gar nichts, aber ich feiere es, wie du ihn fertig machst. Breitenberg, was geht? Platz 3. Ja, die Heimspiele sind immer ausverkauft. Es gibt tolle Choreos, wie zum Beispiel hier gegen den ersten FC Magdeburg. Es ist laut, es ist emotional. So krass ist das in fast keinem anderen Stadion. Jens Keller war früher selber Trainer von Schalke 04. Er kennt diese Atmosphäre und meint, das ist Fluch bzw. Segen zugleich. Hat er mit Jens Keller natürlich auch. Der ist so cool, der war in meiner Talkshow-Chat, der ist so cool. Der ist so cool, Jens Keller. Das ist ein wahnsinniger Druck, wenn die Fans irgendwo ins Negative kippen und pfeifen, dann ist das natürlich im Stadion mit 60.000 von der Mannschaft nicht angenehm. Wenn die Zuschauer positiv sind, ist das eine unheimliche Macht, gerade in der zweiten Liga. Viele Mannschaften kennen das Gefühl nicht, vor so ausverkauftem Haus zu spielen mit so einer Stimmung. Und deshalb sollte man sich das zu Nutzen machen. Es ist extrem und kann in beide Richtungen ausschlagen. Das ist halt die Wucht, über die ich gerade gesprochen habe. Lasst uns mal auf die sportlichen Gründe für die aktuelle Krise blicken. Ein ganz entscheidender Punkt ist der Spielstil, der ideenlos ist. Bei Schalke heißt es immer, du musst mal lochen, kämpfen, arbeiten, grätschen. Das hört man sehr oft. Danke, bitte nimm's auseinander, ich kann's nicht mehr hören. Kann's nicht mehr hören! Oft. Thomas Reis hat genau diesen Stil gelebt. Wir haben uns da mal eine Szene rausgesucht. Vom 1. FC Magdeburg, der Treffer zum 0:1. Da ist der Fokus auf der Manndeckung. Jeder Spieler deckt einen Gegner. Das Problem ist, wenn du einen Schritt zu spät bist oder das Duell verlierst, dann gibt es sofort riesige Lücken. Hier lässt der Gegner den Ball durch, dadurch... Also sorry, aber wenn wir das im Nachhinein nochmal sehen, ne? Möchte ich das nochmal sagen, also Thomas Reis war sicherlich nicht an allem schuld. Aber das gegen Magdeburg und auch gegen St. Pauli war schon teilweise echt eine taktische Offenbarung. Also, dass die das noch gewonnen haben, alles schön und gut. Aber da siehst du halt nochmal, was das eigentlich für eine... Also, das war ja wirklich nichts. Das war ja wirklich nichts. Ist sein Kollege plötzlich völlig frei, dreht auf und greift an. Wieder ist überall Manndeckung. Man kann halt nur reagieren statt agieren. Ein kleiner Fehler und zack, ja, fällt das Tor. Und genau das ist auch in diesem Fall so. Sobald der Gegner gut kicken kann, wird es super schwierig, das zu verteidigen. Viele Fans und auch Content-Creator Simon Schildgen wünschen sich deshalb bei der Taktik ein Umdenken. Ich finde, das ist so eine Tugend, hinter der sich auf Schalke in den letzten Jahren immer wieder versteckt worden ist, um keinen attraktiven Fußball zu spielen. Weil malochen und kämpfen, das können auch Feintechniker. Und ich würde mir wünschen, dass in Zukunft einfach auch mal wieder Spieler ausgewählt werden, die vorm Ball treten können und nicht nur daran gemessen werden, jetzt überspitzt gesagt, weil sie vor 2 Jahren mal gut gegrätscht haben. So kommen wir dann zu... Hat er recht, gute Aussage. Plus 1, Chat. Punkt 2, der Kaderplanung. Da tut sich Schalke sehr schwer. Stichwort Kontinuität. Das liegt vor allem an 2 Dingen. Zum einen an der Trainerqualität. Es ist wirklich ein Schleudersitz. Da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan. Huub Stevens, und da reden wir über das Jahr 2002, war der letzte Trainer, der seinen Vertrag erfüllt hatte. Danach gab es insgesamt 31 Wechsel. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das Problem... Ich finde es so geil, wie so alle 4 Trainer einfach Huub Stevens trotzdem nochmal spawnt. Achte mal da drauf. So alle 4 Trainer spawnen einfach. Der Trainer, Slomka, der Büskens, Magath, Eichkorn, Rangnick, Eichkorn, Stevens, da ist er wieder. Insgesamt 31 Wechsel. Ah, da war er wieder! Warte, danach gab es... Das ist eigentlich nicht lustig. Das ist eigentlich, ich habe immer gewonnen, das ist wirklich nicht lustig. Insgesamt 31 Wechsel, das muss man das sich auf der Zunge zeigen lassen. Das Problem ist, jeder Trainer hat eine andere Vorstellung. Taktik, Spielstil, was für Spielertypen man braucht, dementsprechend holt man immer wieder neue Jungs und nach ein paar Trainerwechseln passt da nichts mehr zueinander. Ja, es ist einfach keine Harmonie da. Ein Beispiel, Thomas Auwe-Jahn, Rechtsverteidiger, und er bekommt... Links, was ist denn das? Kommt immer wieder neue Aufgaben, kann dementsprechend aber nicht seine ganzen Stärken zeigen. Und wenn jetzt der neue Trainer kommt, ist es der 5. Trainer, unter dem
der Spieler innerhalb von 2,5 Jahren arbeitet. Der ist damals als Schienenspieler für die Fünferkette von Gramozis gekommen. Mittlerweile spielt Schalke 04 seit ungefähr 2 Jahren eine Viererkette. Ja, so geht's einigen. Zum anderen liegt die fehlende Kontinuität auch an den Finanzen. Schalke hat einen leeren Geldbeutel. Es ist wenig Geld für Spieler da. Die Lösung, zumindest bis vor kurzem, war, Leihspieler zu holen. Allein in der vergangenen Saison waren es insgesamt 11 Spieler. Zum Teil wichtige Leistungsträger, Stützen. Positiv ist, die Qualität im Kader wird sofort größer und einige von ihnen hätte man sonst wahrscheinlich auch überhaupt nicht bekommen. Negativ ist, dass Schalke mittelfristig finanziell nicht von ihnen profitiert, weil sie schnell weg sind, aber ohne eine Ablöse zu bekommen. Jetzt geht man deshalb einen neuen Weg. Ab sofort gibt es keine Leihspieler mehr. Wobei das in der aktuellen Situation schon sehr riskant ist. Schalke will ein Ausbildungsverein sein, der Spieler günstig einkauft, dann über 2-3 Jahre entwickelt und dann... Und das ist so krass. Vorgestern, als ich Champions League geguckt habe, mit einem Kumpel drüber gesprochen. Nennt mir mal, aus dem Stegreif, okay? Nennt mir mal einen Spieler in den letzten 10 Jahren, den Schalke gekauft hat und der bei uns besser geworden ist und dann mit Gewinn weiterverkauft worden ist. Versucht mal eins zu nennen. Ich bin gespannt. Es gibt original 2 Stück. Das sind Salazar und Bülter. Und da ist der Gewinn minimal. Das war's. Es gibt keinen anderen. Ihr schreibt Leute wie Goretzka, Ciao rein. Goretzka ist ablösefrei gegangen. Haridwa haben wir, glaube ich, auch. Ich weiß gar nicht, ob wir für den Harid könnte auch so 1-2 Millionen Gewinn sein. Aber das ist halt alles, das sind Gewinne im, das sind mal 2 oder 3 Millionen, wenn überhaupt. Weston McKennie ist eigene Jugend. Der ist aus der US-Akademie von uns gekommen. Matthew Hopper auch. Harit war sogar auch minus. 8 Millionen Gekauf, 5 Millionen verkauft. Also ich rede Spieler, die wir verpflichtet haben, die bei uns den Durchbruch geschafft haben und besser geworden sind. Es gibt original in den letzten, da gibt's eine Handvoll Spieler. Das ist komplett verrückt. Wenn du die eigene Jugend ausklammerst, weil hier immer noch Leute sowas wie Draxler oder Sonné reinschreiben. Ja, Mollet, ich glaube, 500.000 Euro Gewinn gemacht. Das ist so krass eigentlich. Für einen teuren Preis verkaufen kann. Und deshalb haben die Schalker strikt festgelegt, wir leihen keinen Spieler aus. Und jetzt muss man natürlich sagen, das jetzt so strikt auszuschließen, in einer Saison, in der es für einen finanziell angeschlagenen Verein nur um den Aufstieg gehen kann, ist dann doch fahrlässig. Ja, Und da sind wir wieder beim Punkt. Könnt ihr euch daran erinnern, was ich seit Wochen, Monaten, eigentlich schon Jahren predige, was mich bei Schalke so sauer macht? Es gibt nie eine goldene Mitte. Es gibt immer nur extrem in die eine Richtung oder extrem in die andere Richtung. Letztes Jahr leihst du dir 11 Spieler zusammen. Dieses Jahr sagst du kategorisch, nee, wir machen keine Leihen. Wenn du dir 1-2 Spieler ausleihst, da sagt ja niemand was. Das ist ja auch legitim. Es ging ja letztes Jahr einfach nur um die Kritik, dass du halt, wenn du nur Spieler ausleihst, dir keine Werte im Kader schaffst. Und es ist wirklich, wir schaffen es nie, eine goldene Mitte zu finden. Das ist so verrückt. Auf allen Ebenen. Auf allen Ebenen. Ich weiß gar nicht, ist Kabadayi tatsächlich eine Laie? Ich meine, der wäre verpflichtet. Ist Kabadayi eine Laie? Aber ich glaube, der ist, wenn dann mit einer Kaufpflicht oder so. Ich weiß es gar nicht, wie das bei dem ist. Laie mit Kaufoption. Aber müsste der einzige Spieler sein, glaube ich, ne? Und wenn du dir den Kader so anguckst, also wenn wir wieder beim Thema sind, was ich auch schon am Anfang der Saison gesagt habe, die Transferperiode, da bleibe ich bei. Die Transferperiode als solches war ja von den Namen her, die du jetzt geholt hast, gar nicht so schlecht. Also wir sind uns, glaube ich, einig, dass Spieler wie Schallenberg, Seguin, vor allem die beiden jetzt mal, um die exemplarisch zu nehmen, eigentlich gehobenes Zweitliganiveau, oberes Drittel auf jeden Fall sind. Die können aus verschiedensten Gründen ihre Leistung nicht abrufen. Aber es gibt einfach in diesem Kader nicht nur 1-2, sondern tendenziell eher 2-3 Positionen, die unterbesetzt sind, wo du dann vielleicht durch eine Laie noch was hättest machen können oder durch mehr finanzielles Risiko. Und wir reden nicht über, wir schmeißen jetzt 10 Millionen raus, dir halt langfristig was aufbauen kannst. Ne? Und das ist halt, und ich will jetzt gar nicht so viel Talk in das Video einbauen, aber wir haben uns jahrelang über Hamburg lustig gemacht. Und bei Hamburg ist jahrelang auch vieles falsch gelaufen. Aber wovon profitiert Hamburg jetzt in den letzten 2 Jahren? Das, was wir auf Schalke uns alle wünschen. Die haben einen Trainer, der mit der Spitze zusammenarbeitet, die langsam eine Mannschaft aufbauen. Und selbst sollte das dieses Jahr wieder nicht mit dem Aufstieg klappen, haben die eine Achse. Die haben jetzt seit 2 Jahren eine Achse, die einfach aufbauen. Und das ist... Selbst wenn die in der zweiten Liga bleiben, haben die da halt einfach Werte im Kader geschaffen und eine klare Spielidee, für die Leute eingekauft sind. Und bei uns ist das halt, dann kommt mal da irgendwie, kommt ein Aujan, der ist eigentlich Flügelverteidiger. Dann hast du aber jetzt auf der rechten Seite einen Cedric Brunner, der ganz klar ein Rechtsverteidiger für eine Viererkette ist. Und das ist halt, das sieht dann vielleicht auf dem Papier
gar nicht so schlecht aus, aber wir sehen ja, wo wir aktuell stehen. Ne? Das ist halt super, ja, dämlich. Qualität im Kader ist vielleicht nicht so ganz optimal. Und dann haben wir noch Punkt 3, den Charakter. Ja, wenn es jedes Jahr einen Umbruch gibt, ändert sich auch automatisch was in der Kabine. Neue Spieler bedeuten, dass es... Es gibt keine Hierarchie auf Schalke in der Kabine. Also, okay, keine Hierarchie ist vielleicht übertrieben, aber es gibt nicht die Hierarchie, die du in anderen Vereinen hast. So, zum Beispiel, wenn du jetzt mal Borussia Dortmund nimmst, ne? Da reden wir ja immer, lass uns mal nicht Borussia Dortmund nehmen, lass uns mal Bayern München nehmen. So, da hast du Spieler im Kader, die seit 5, 6, 7, 8, 9 Jahren da sind, wo du weißt, okay, das ist ein Thomas Müller. Wenn der mir sagt, was ich tun soll, dann mache ich, was der mir sagt, weil das ein Thomas Müller ist. Bei Schalke, was sind die Köpfe in der Kabine? Ein Ralf Herrmann, der halt alle 2 Monate abgesägt wird. Und da bist du schon relativ schnell bei Simon Terodde, der jetzt 2 Jahre und 3 Monate da ist. So, wisst ihr, was ich meine? Natürlich haben da auch die Abstiege was mit zu tun, auf jeden Fall. Aber das ist halt super, super schwer, wenn du jedes Jahr den Kader komplett umschmeißt. Ne? Eine neue Dynamik gibt und anscheinend passt die Chemie nicht so ganz. Timo Baumgartl ist seit diesem Sommer da, seit 2 Monaten und trotzdem ist er schon ziemlich laut und hat den Spielstil des Trainers öffentlich kritisiert. Zitat, das ist die Philosophie des Trainers, er gibt uns das vor und deshalb machen wir das als Mannschaft. Aber klar ist, dass es brutal schwer ist, wenn der Gegner das gut macht, sich gut bewegt. Zwischen den Zeilen kann man da sehr gut sehen, dass er kein besonders großer Fan des Trainers ist. Die Konsequenz, zwischenzeitlich ist Baumgartl suspendiert worden und durfte nur bei der U23 trainieren. Spätestens da ist klar gewesen, dass der Trainer Teile der Kabine verloren hat. Jeder Spieler darf eine Meinung haben, aber wenn ich als Trainer die Mannschaft im Griff habe oder eine gute Harmonie habe, dann wird der die Meinung auch so äußern, wie es sich gehört und nicht irgendwelche Dinge sagen, die Unruhe reinbringen. Und das muss man einfach hinkriegen, dass man ja wieder mit einem Wort oder mit einer Sprache redet. Da zeigt sich ein großes Problem und das ist die Kommunikation. Halt mal fest, Thomas Reis ist an einer Sache gescheitert und das ist der Spielstil. In der ersten Liga hat das super funktioniert, ja, weil man spielerisch unterlegen war. Jetzt in der zweiten Liga hat es aber nicht mehr funktioniert, weil man ein Favorit ist und diese Rolle spielerisch nicht angenommen hat. Die Stimmung ist gekippt, sowohl im Fanlager als auch in der Kabine und deshalb ist die Entlassung sehr, sehr nachvollziehbar, auch wenn es natürlich noch sehr früh in der Saison ist. Bei Schalke 04 ist es gerade sehr chaotisch. Das zeigt sich natürlich auch in der Chefetage. Peter Knäbel ist seit so 2,5 Jahren der Sportvorstand. Er ist in diesen Job gerutscht, davor kümmert er sich nämlich um die Jugend. Als Gesicht repräsentiert er den ganzen Verein nach außen, wirkt da aber ehrlicherweise ziemlich unsouverän. Er kommt mit der Wucht des ganzen Clubs nicht so ganz 100%. Zurecht. Ein Beispiel, der Zeitpunkt der Trainerentlassung. Gegen den FC St. Pauli hat man sehr deutlich verloren und trotzdem nicht direkt gehandelt. Man hat irgendwie immer das Gefühl, dass unter Peter Knebel alles so ein bisschen träge ist. Also jetzt lässt du dir 5 Tage Zeit für eine Trainerentlassung, dann agiert Schalke auf dem Transfermarkt teilweise einfach sehr, sehr schleppend. Entscheidungen ziehen sich lange und dementsprechend ist die Arbeit als nicht wirklich gut zu bewerten. Ein wichtiger Aspekt ist da die Kaderplanung und insbesondere die Charaktere. Schalke 04 steckt in der Krise. Und wer geht voran? Wo sind die Anführer? In der Offensive fallen mir da vor allem 2 Spieler ein und das sind die Jungen. Asan Ouedraogo, 17 Jahre alt, und Yusuf Kabadai, 19 Jahre alt. Sie gehen voran, weil sich alle anderen wegducken. Beim Spiel gegen den SC Paderborn war das sehr deutlich zu sehen und Peter Knäbel sagte danach das hier. Zitat, wir haben uns heute viel zu früh mental ergeben, wenn Yusuf Vorbild für die ist, die Vorbild sein sollten, dann spricht das Bände. Da hat er aber ausnahmsweise mal, für die Aussage wurde er auch geflamed. Die Aussage ist, finde ich, richtig. Also da gibt's nichts drüber zu diskutieren. Das ist tatsächlich eine stramme Aussage von Peter. Muss man mal fairerweise auch mal ein Lob aussprechen, wenn der Mann was Richtiges sagt. Ja, aber wer ist denn daran schuld? Wer hat diesen Kader zusammengestellt? Ganz simpel gesagt, ja, der sportliche Leiter. Peter Knäbel hat auch zusammen mit den Sportdirektoren viele Spieler verpflichtet. Und das ist ja nicht so, dass die Sportdirektoren nur unterschreiben, sondern der Sportvorstand muss es auch. Und auch das ist in die Hose gegangen, sodass jetzt es halt schon schwierig wird, ihm zuzutrauen, dass er wirklich nochmal den Turnaround schafft. Ein anderer Punkt ist die Kommunikation. Peter Knäbel ist eher ruhig, zurückhaltend, vorsichtig.
Wobei sich das jetzt ein bisschen ändert. Nach dem Paderborn-Spiel hat er richtig draufgehauen und da vor allem auf die Spieler. Zitat, das war in allen Sequenzen zu wenig. Es war himmeltraurig naiv. Man darf sich so nicht präsentieren wie wir heute. Wir sind Schalke 04. Ja, und dann hat er sich noch bei den Fans entschuldigt. Ja, es ist auf jeden Fall eine neue Seite von ihm und gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man das jetzt in der aktuellen Phase macht, dass man auch von dem neuen Trainer den gewissen Druck wegnimmt. Ich habe jetzt Peter selten gesehen, dass er in der Öffentlichkeit vors Mikrofon getreten ist. Der springende Punkt ist, Peter Knäbel hat nur noch einen Vertrag bis 2024. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, also es fällt mir schwer, die Arbeit von Peter Knäbel als prinzipiell total gut, das sowieso nicht, oder auch total schlecht zu bewerten. Für mich ist und bleibt das große Problem bei Peter Knäbel, einfach wie es schon seit Monaten sagt, diese Außenkommunikation. Peter Knäbel sollte, wenn, für mich ein Schattenmann sein. Den kannst du halt, das hast du in Hamburg gesehen, das siehst du jetzt auf Schalke. Ich finde, das sollte halt niemand sein, der so einen großen Club repräsentiert, weil der da einfach rhetorisch viel zu schwach für ist. So. Und dann hast du mal so Perlen dabei, wie nach dem Paderborn-Spiel, wo er dann den Nagel auf den Kopf trifft, aber darauf kommen halt auch ganz viele fragwürdige Aussagen, ne? Also, ich erinnere an das legendäre Ding nach dem Rufen-Schröder-Abgang. Also, Pastor Knäbel, das war ja wirklich, also Halleluja. Das heißt, dass die Gefahr groß ist, dass er eine Lame Duck wird. Er kann keine großen Entscheidungen für die Zukunft von Schalke 04 treffen, obwohl das genau jetzt nötig wäre. Theoretisch müsste das jemand anderes machen, der Sportdirektor André Hechelmann. Das Problem ist, dass er ziemlich unerfahren ist. Er saß wirklich nur in der zweiten Reihe und hat sich da wohlgefühlt. Und auf ihn prasselt jetzt wirklich alles ein. Die sportliche Krise, der Kader, den er zusammengestellt hat, der nicht so funktioniert. Dann muss er natürlich als Sportdirektor schon die nächste Transferperiode vorbereiten. Dann gibt es etliche auslaufende Verträge. Zwischendurch musste noch zwei Spieler vorübergehend rausschmeißen. Schalke 04 hat früher von starken Persönlichkeiten gelebt. Rudi Assauer hat diesen Verein aufgebaut. Mit ihm ist man fast Meister geworden und so nah. Bleibe ich übrigens dabei. Einer der meist unterschätztesten Sachen im Profifußball ist natürliche Autorität und Aura. Und das ist eine Sache, die kannst du dir nicht kaufen. Die hast du entweder oder die erarbeitest du dir. Und da scheitern ganz viele Leute dran. Also ich glaube zum Beispiel auch, die Trainer, die Schalke in den letzten Jahren verpflichtet hat, da waren schon welche dabei, die inhaltlich wirklich stabil waren. Ich glaube, Manuel Baum ist inhaltlich ein super Trainer, aber dem fehlt halt einfach dieser Funke natürlicher Autorität, wo es dann einfach im Profifußball, wenn du so einen riesigen Verein führen musst, als Cheftrainer, wo es dann einfach fehlt. Und das ist halt irgendwo so ein bisschen der Fluch eines so großen Traditionsvereins. Das ist da einfach eine extremst wichtige Komponente. Wenn mir da zum Beispiel einfällt, um jetzt mal ein aktuelles Beispiel zu nehmen, Xabi Alonso. Der ist inhaltlich natürlich super, aber der hat auch einfach dieses, ich spreche es jetzt extra so vulgär aus, dieses Fickergehen. Wenn Xabi Alonso vor dir steht und dir sagt, du spielst heute so und so, dann gibt's keine Diskussion, dann machst du das, weil dir das gerade fucking Xabi Alonso sagt. Genau das gleiche bei Leuten wie Zidane oder in München jahrelang Hoeneß, Rummenigge. Wenn dir sagen, du machst so, dann gibt es keine Diskussion darüber. Ah, war man danach nie wieder dran. Vielleicht fehlt so jemand aktuell im Verein. Würdet ihr mir da zustimmen? Ja oder nein? Schreibt mir das mal unten in die Kommentare. Fakt ist, es gibt gerade ein Machtvakuum im Verein. Der Sportvorstand ist so gut wie weg. Der Sportdirektor ist extrem unerfahren. Und wenn es so weitergeht, wenn man so weitermacht wie bisher, dann ist die Gefahr groß, dass Schalke in der sportlichen Bedeutungslosigkeit landet. Jetzt geht es darum, das zu verhindern. Und das klappt natürlich mit Kontinuität. Schritt 1 ist, einen Trainer zu finden. Er muss erstmal Ruhe reinbringen. Begriff Kontinuität. Das ist bei weitem keine leichte Aufgabe, denn finanziell ist man am Boden und sportlich genauso. Das Trainerprofil, das sollte aber allen klar sein. Ich glaube, Schalke braucht als allererstes für mich erstmal wieder. Ich find's lustig, dass ich gerade genauso saß wie in dem Video. Guck mal, ich saß gerade genauso. Lol. Auch auf der Trainerposition jemand, der so eine gewisse Autorität nach außen ausstrahlt, weil das ist etwas, was, finde ich, gerade dem Verein total fehlt. Weil du musst jetzt irgendwie einfach schaffen, die Fans und den Verein relativ schnell hinter dich zu bekommen. Schritt 2 ist, einen attraktiveren Fußball zu spielen. Schalke steht für Malochen. Arbeiten, kämpfen, das wird seit vielen Jahren erzählt, aber es funktioniert nicht so richtig. Deshalb könnte man mal was Neues ausprobieren und so steigt dann auch vielleicht wieder die positive Stimmung.
Die Fans wollen auch mal jemanden sehen, der offensiv spielen lässt, der wirklich auch mal Fußball spielen lässt. Und ich finde, das hat Schalke verdient. Das gibt der Kader auch her. Und Schritt 3 ist, die Jugend zu stärken. Die Knappenschmiede hatten einen tollen Ruf. Es gibt so viele Talente, die den Sprung zu den Profis geschafft haben. Ihnen wird vertraut. Diesen Weg sollte man weitergehen, wie man es ja zuletzt eh schon getan hat. Das ist dann auch der Weg, die... Würde ich komplett widersprechen, tatsächlich. Da muss ich jetzt mal Manu Thiel am einen Punkt dieses Videos widersprechen. Weil die Knappenschmiede ist in den letzten Jahren nur noch ein Schatten seiner selbst. Und das liegt gar nicht mal groß daran, dass wir im Jugendbereich irgendwie richtig kacke geworden sind, sondern weil wir einfach viel zu früh Talente, die wir haben, dann einfach abgeben und die Position lieber mit Spielern ähnlicher Qualität extern besetzen. Und das ist halt eigentlich super bitter. Also wenn man sich jetzt mal anguckt, was zum Beispiel aktuell alles in der zweiten Bundesliga an Spielermaterial rumläuft, was ursprünglich aus Schalke kommt, da fasst du dir total an den Kopf. Da fasst du dir wirklich total an den Kopf. Timo Becker, auch so ein Beispiel. Der kam, war einer der Lichtblicke in der Abstiegssaison. Könnt ihr euch vielleicht an diese legendäre Szene erinnern, wo der heulend da, nach dem Spiel in Bielefeld da noch als einziger draußen saß. Und Timo Becker war jetzt spielerisch nicht der allerheftigste Spieler. Aber das Erste, was passiert ist, dass dem gefühlt 3 Tage nach dem Abstieg gesagt wird, jo, such dir mal halt für die Zweitligasaison, überspitzt gesagt, such dir mal einen Verein, wo du Spielpraxis sammelst. Dann steigst du wieder auf und der Mann kommt sogar zur Aufstiegsfeier und dann wird gesagt, ach, Timo Becker, der ist immer noch einer von uns. Ja, und das Nächste, was du machst, ist, du jagst dir wieder vom Hof. So, und jetzt stehst du hier, 2 Jahre später, die Situation ist natürlich eine andere. So, und du hast original mit Cedric Brunner einen einzigen Rechtsverteidiger im Kader. Und da gibt es so viele Spieler, so viele Positionen, auf das leider zutrifft, das ist eigentlich super, super traurig. Wenn man ehrlich ist, das ist echt, echt schade einfach. Durchlässigkeit zwischen Jugendabteilung und Profis, dass im Profikader 4 Plätze für Talente freigehalten werden, die aus der U19 oder U23 aufrücken, das ist der Schalker Weg. Ja, ohne Kontinuität wird es nicht mehr nach oben gehen. Ziehen wir ein Fazit. Punkt 1 ist ja der Realitätsverlust. Schalke sagt immer, oh, wir sind noch so ein großer Club, wir wollen zu den Top 6 in Deutschland gehören. Aber ganz ehrlich, die aktuelle Situation erinnert stark an den Absturz des 1. FC Kaiserslautern und von 1860 München. Also da sollte man ganz, ganz vorsichtig sein. Findest du auch, dass Malik Cao zu früh weggejagt worden ist? Nein, da ist es tatsächlich eine andere Situation, weil Malik Cao schon in der Zweitligasaison Begehrlichkeiten geweckt hat. Wir sind jetzt wahrscheinlich nicht so ganz tief im Thema drin sein, aber zur Halbserie der Zweitligasaison, also in der Winterpause, gab es damals schon eine Anfrage von AC Mailand und der ist dann aber noch ein halbes Jahr auf Schalke geblieben und dann musste man das einfach aus geldtechnischen Gründen machen. Also das kann man jetzt nicht repräsentativ nehmen. Ich denke da halt eher an Spieler wie ein Timo Becker. Jetzt aus der aktuellen Situation fällt mir Mehmet Can Aydin, ist auch ein gutes Beispiel, ist auch wieder Rechtsverteidigerposition, der jetzt auch gerade ganz gute Leistungen in der türkischen Liga bringt. Das ist halt, ich rede da jetzt gar nicht über diese Spieler, ihr schreibt jetzt Namen wie Hövedes, Kehra, das sind noch mal ganz andere Geschichten. Also Kehra zum Beispiel haben damals für super viel Geld verkauft. Ja, du hast halt sehr viele Spieler gehabt, denen du dann aus der eigenen Jugend meiner Meinung nach zu wenig Zeit gegeben hast und dann halt lieber dir externen Spieler geholt hast. Und das ist halt super schade, beziehungsweise ist einfach sehr konträr, wenn du halt gleichzeitig immer Knappenschmiede Jugendarbeit rufst. Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob ihr da 100% mitgeht. Wahrscheinlich auch Leute geben, die das anders sehen. Punkt 2, das Machtvakuum. In der Chefetage ist einiges los. Peter Knäbel ist so gut wie weg. Ja, und es gibt niemanden, der seinen Job kurzfristig übernehmen könnte. Und Punkt 3 ist eben die Kontinuität. Man braucht Leitplanken, an die sich dann jeder hält. Und man muss in eine Richtung arbeiten und nicht vor allem beim ersten Rückschlag wieder alle rauswerfen. Das wäre wichtig. Für Schalke stehen jetzt die Wochen der Wahrheit an und da muss jede Entscheidung sitzen. Denn wenn es wieder dieses Chaos gibt, dann ist die Gefahr groß, wirklich am Ende abzusteigen. Wer vielleicht vor einiger Zeit auch mal spannend für Schalke gewesen wäre, ist Florian Kohfeldt. Mittlerweile hat er einen anderen Job und zwar bei Kass Eupen. Wir haben eine Reportage für euch, hier ist sie verlinkt. Klickt da gerne mal rein, sehr, sehr spannend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann wünsche ich alles Gute, haut rein und ciao. Ja, cooles Video. Der Typ in dem Trust No One T-Shirt sollte eine Fußball-Talkshow bekommen, ist meine Meinung.